willkommen zu einer weiteren Folge von Franzi backt und kocht. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, mache ich dieses Video heute mal auf Deutsch, weil ich ein paar Kommentare bekommen habe, dass euch das besser gefallen würde. Deshalb probiere ich es jetzt mal auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Heute gibt es ein ganz kurzes Tutorial für euch, und zwar hat meine Schwester ihr Abitur bestanden vor kurzem. Und ja, dazu habe ich sie besucht, wir haben zusammen gefeiert und sie hat sich Cupcakes gewünscht. Und diesen Wunsch wollte ich ihr natürlich gerne erfüllen. Ich habe Schokoladen-Cupcakes gemacht mit einem zitronigen Frischkäse-Frosting obendrauf. Und darauf habe ich kleine Doktorhütchen gemacht, beziehungsweise Abschlusshütchen. Ich habe die aus schwarzem Fondant gemacht. Und ja, man kennt diese Hüte vielleicht aus so amerikanischen Filmen. Und ja, ich fand das ganz nett, irgendwie ganz passend zu dem Abschluss. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Viel Spaß! So, jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie wir so einen kleinen Abschlusshut machen können. Dafür habe ich hier das schwarze Fondant ausgerollt und habe mir jetzt hier diese zwei Vorlagen zugeschnitten. Habe ich einmal das Oberteil von dem Hut, ist einfach eine Vorlage aus Papier, die habe ich mir so ausgedacht. Kann ich euch auch reinstellen, dass ihr es euch runterladen könnt, die Vorlage. Dann habe ich einmal diesen Oberteil und das hier ist das Unterteil. Ich lege das einfach drauf, das klebt ziemlich an dem Fondant, also könnt ihr das einfach dann hier mit dem Messer außen rum schneiden. So. Und dann mit diesem Ding hier abnehmen. Genau, und dann kommt das so. Wird das nachher aufeinander gelegt, dann wirkt das auch ein bisschen dreidimensional. So. Kommt das hier drauf. Einfach ein bisschen festdrücken. Und dann könnt ihr hier aus dem Rest ganz einfach eine kleine Kugel formen. Die kommt in die Mitte. Und dann aus dem anderen hier forme ich einfach eine kleine Schlange. Dann einfach hier dran und schneide ich hier ab. Und hier unten, das kann man vielleicht noch ein bisschen auseinander drücken. Oh. Ist das dann hier? Der Bändel da dran. So. Das war's auch schon. Der kleine Abschluss. Gut, ist fertig. Nachdem ich einige dieser kleinen schwarzen Fondant-Abschlusshütchen gebastelt habe, habe ich auf meine Schokoladen-Cupcakes mit einem Spritzbeutel das zitronige Frischkäse-Frosting gespritzt und obendrauf dann diese kleinen schwarzen Fondant-Hütchen gelegt. So, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat diese kleine Anleitung, dieses kleine Tutorial gefallen. Die Cupcakes waren auf jeden Fall super lecker, kamen richtig gut an. Ja, mich würde interessieren, was ihr jetzt zu der Sprachänderung sagt, ob euch das auf Deutsch oder auf Englisch besser gefällt. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Ich hoffe, euch auch hat das Video so gefallen und ihr konntet da eine kleine Idee draus bekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken, teilen, auch gerne mal bei meinem Blog vorbeischauen. Da gibt es noch ja, zwei, drei andere Anleitungen oder sowas, die euch vielleicht interessieren könnten. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss!